Willkommen, meine lieben Freunde des Grauens und der Finsternis. Dr. Wahnsinn präsentiert euch heute eine Geschichte, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Stellt euch vor, ein ganz gewöhnlicher Taxifahrer, der nur versucht, seine Familie zu ernähren. Doch ein einziger verhängnisvoller Abend stürzt ihn in einen Strudel aus Alkohol, Paranoia und grauenhaften Visionen. Was als gut gemeinter Versuch beginnt, einer jungen Frau zu helfen, endet in einem Albtraum, der die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmen lässt. Seid ihr bereit für eine Reise in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche? Dann schnallt euch an, denn diese Geschichte wird euch bis in eure Träume verfolgen. Ihr werdet euch fragen: Was ist real? Was ist Einbildung? Und vor allem, wer ist das mysteriöse Mädchen, das unseren Erzähler nicht loslässt? Genießt diesen köstlichen Nervencocktail, meine Freunde. Und denkt immer daran, im Reich des Wahnsinns ist nichts so, wie es scheint. Auf in den Wahnsinn! Als ich meine Frau kennenlernte, war es, als würde alles auf der Welt auf einmal einen Sinn ergeben. Sie war wirklich wunderschön. Ihr langes, gewelltes, kastanienbraunes Haar fiel ihr in Kaskaden über die Schultern und warf im Sonnenlicht helle Rot- und Blondtöne ab. Ihre Augen waren von einem auffallenden Grün, das in den Augenwinkeln wie ein natürliches Katzenauge nach oben schimmerte. Ich war fassungslos, was ich empfand, als ich sie zum ersten Mal sah. Bei unserer ersten Verabredung war ich ein stotterndes Durcheinander, aber irgendwie wollte mich diese engelsgleiche Frau wiedersehen. Unsere Beziehung blühte auf, aber ich hörte nie auf, sie zu verehren. Ich bewunderte alles an ihr, von ihrem seidig glänzenden Haar bis zu ihrer Persönlichkeit, die, wie ich feststellte, perfekt zu meiner passte. Wir heirateten jung und bekamen zwei gemeinsame Kinder, ein kleines Mädchen namens Lea und einen Sohn namens Frankie. Meine Familie war meine ganze Welt. Alles, was ich tat, war für sie. Ich arbeitete hart als Nachttaxifahrer, um für meine Frau und meine Kinder zu sorgen. Ich hasste jede Minute davon. Nachts gab es viele betrunkene und unhöfliche Leute. Obwohl wir zu dieser Zeit mehr Geld verlangen durften, machte das den zusätzlichen Mist, den wir im Vergleich zu den Tagesfahrern ertragen mussten, nicht wett. Es war schrecklich, aber das war es wert, wenn meine Kinder jedes Mal ein Geschenk bekamen oder wir sie für eine Woche mitnahmen. Vor etwa 6 Monaten änderte sich mein Leben durch einen Zwischenfall mit einem Fahrgast in meinem Taxi für immer. Sie war jung, vielleicht 16 oder 18 Jahre alt und sah aus, als hätte sie eine Menge Drogen genommen. Ihre Augen waren in den Schädel eingesunken und saßen über tiefen, schwarzen Tränensäcken. Ihr blondes, kaputtes Haar war zerzaust und brach aus einem fettigen, dunklen Ansatz hervor. Während der ganzen Fahrt biss sie auf ihre Nägel. Selbst in den kurzen Momenten, in denen wir miteinander sprachen, verließ sie den Mund nicht. In meinem Rückspiegel konnte ich die feinen Umrisse von Blut sehen, die sie umgaben, als sie an ihnen nagte. Als Fahrer, der in der Nachtschicht arbeitete, waren Menschen in schlechtem Zustand nichts Neues für mich. Traurigerweise waren sogar junge Mädchen wie dieses hier keine Seltenheit. In dem Moment, als sie in mein Auto einstieg, wusste ich, dass sie nicht zahlen würde. Normalerweise verlange ich bei solchen Fahrten das Geld im Voraus, aber dieses junge Mädchen tat mir so leid, dass ich es nicht tat. Ich dachte mir, wenn sie schon wegläuft, dann hätte ich sie wenigstens an einen Ort gebracht, an dem sie sich sicher fühlt. Sie zitterte die ganze Zeit, als ob es ihr kalt im Rücken wäre, und kaute an ihren Nägeln, als ob sie verzweifelt versuchte, sie von ihren Fingern zu lösen. Als wir an ihrem Ziel ankamen, hielten wir vor einigen schrecklich aussehenden Wohnungen, mit zerbrochenen Fenstern im Gebäude und zerbrochenen Flaschen auf dem Boden davor. Ein paar Türen weiter gab es eine Baustelle mit einem Kettenzaun, dessen Zaun verbogen worden war, um Menschen Zutritt zu gewähren. Vermutlich Hausbesetzer. Wie ich erwartet hatte, geriet das Mädchen in Panik, als ich sie nach dem Fahrpreis von 7 Euro fragte. Sie schaute mich im Rückspiegel mit blankem Entsetzen in den Augen an und begann, ihre durchsichtige Bluse aufzuknöpfen, was eine schmerzhaft dünne Gestalt und eine Unzahl von blauen Flecken überall auf ihr zum Vorschein brachte. Ich sagte ihr, sie solle aufhören. Ich sagte ihr, dass ich nicht interessiert sei, bat sie mir, ihren Namen zu nennen und mich mit ihr an einen sichereren Ort zu gehen. Sie sagte zu allem Nein. Trotz ihrer Beteuerungen stieg sie nicht aus dem Auto aus.
Ich dachte, es gäbe vielleicht irgendeine Hoffnung, ihr aus ihrer Situation herauszuhelfen. Vielleicht wollte sie wirklich Hilfe, wusste aber nicht, wie sie fragen sollte. Ich bereitete mich darauf vor, die Türen von Hand zu verriegeln und das Mädchen zur Polizeiwache zu fahren, als ich eine große, hochgewachsene Gestalt aus den Wohnungen, an denen wir geparkt hatten, hervortreten sah. Der Mann stürmte auf das Auto zu, gerade als die manuellen Schlösser einrasteten, und begann gegen die Fenster zu hämmern. Das Mädchen auf dem Rücksitz wurde hysterisch und bettelte darum, rausgelassen zu werden. Mein Versuch, ritterlich zu sein, war gründlich nach hinten losgegangen. Die riesigen Fäuste des Mannes hämmerten so fest auf mein Beifahrerfenster, dass ich sicher war, es würde einbrechen. Das Mädchen hatte das Schloss von hinten aufgehebelt und war ausgestiegen, um sich hinter dieser riesigen, einschüchternden Gestalt zu verstecken. Die Bluse war noch aufgeknöpft. Sobald sie die Tür geschlossen hatte, ließ ich den Motor aufheulen und fuhr los, wobei ich die Türen noch einmal manuell verriegelte. Als ich wegfuhr, schrie er, ich sei ein Widerling und ein Perverser. Aber als ich einen letzten Blick auf das Mädchen erhaschte, hatte ich das Gefühl, dass mein Instinkt, sie in Sicherheit zu bringen, richtig gewesen war. Als Taxifahrer bin ich daran gewöhnt, dass Fahrgäste ohne zu bezahlen fliehen oder sich mitten in der Nacht streiten, wenn ich lieber zu Hause wäre und mit meiner Frau kuscheln würde. Dieses Mädchen und ihr großer Freund waren leider nichts Neues. Es war ein trauriges Armutszeugnis für die Realität, in der wir leben. Aber dennoch, nichts Neues. Was für mich neu war, war der Anruf, den ich am nächsten Tag von der Leitstelle erhielt, die unsere Jobs zuteilt. Sie riefen an, um mir mitzuteilen, dass eine Beschwerde über den Versuch der Entführung und des Angriffs auf eine junge, verletzliche Frau eingegangen war. Die Beschwerde war von einem unglaublich unhöflichen, wütenden Mann eingereicht worden, der damit drohte, die Sache noch weiter zu treiben. Die Dame von der Kontrolle, Susan, war eine gute Frau, mit der ich im Büro oft geplaudert habe. Sie kannte mich gut und war sogar bei Leas Geburtstagsfeier zugegen. Deshalb war es besonders herzzerreißend, als sie mir die Nachricht überbrachte, dass das Unternehmen zwar nicht die Behörden einschalten würde, aber keine andere Wahl hätte, als mich aus den Büchern zu streichen und mir keine Referenzen für künftige Unternehmen zu geben, bei denen ich mich bewerben würde. Ein Fahrgast, jemand, dem ich zu helfen versuchte, und plötzlich war ich arbeitslos und konnte meine Familie nicht mehr versorgen. Als ich die Nachricht erhielt, konnte ich nur an meine wunderschöne Frau denken. Ich konnte es nicht ertragen, die Enttäuschung in ihren hellen grünen Augen zu sehen. Die Panik, dass wir nicht mehr in der Lage sein würden, Frankie und Lea das Leben zu bieten, das wir uns für sie gewünscht hatten. Ich stellte mir vor, wie ich ihr erklären müsste, warum das passiert war. Also habe ich es ihr nicht gesagt. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte es einfach nicht tun. Ich fuhr jeden Abend um 20 Uhr mit dem Auto los, so wie ich es immer getan hatte. Ich fuhr ziellos durch unsere Stadt und die Nachbarorte, hielt auf Parkplätzen an und suchte im Internet und in Zeitungen nach Arbeit. Ich dachte, wenn ich schnell genug einen Job finden würde, bräuchte sie das nie zu erfahren. Eines Abends, etwa 3 Wochen nach Beginn meiner Arbeitslosigkeit, saß ich mit einer Leselampe und einer Zeitung auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarkts und suchte nach Stellen, die interessant aussahen und für die ich kein Arbeitszeugnis von meinem früheren Arbeitgeber brauchte. Die Ausbeute war gering. Ich blätterte ein paar Seiten um und stieß auf einen unglaublich beunruhigenden Artikel. Darauf war ein junges Mädchen abgebildet. Dasselbe junge Mädchen, das ich vor einigen Wochen in meinem Taxi mitgenommen hatte. Auf dem Foto sah sie gesünder aus. Ihre Wangen waren voller und die schwarzen Tränensäcke unter ihren Augen waren verschwunden. Sie sah aus wie ein normales Teenager-Mädchen. Neben dem gesund aussehenden Foto war ein weiteres Foto von ihrem Rücken zu sehen, der mit großen lila Striemen und blauen Flecken übersät war. In dem Artikel wurde ihr Tod beschrieben, durch die Hand eines Drogendealers, der ohnehin im Verdacht stand, mit Mädchen zu handeln. Er war unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt worden, mit Drogen im Wert von Tausenden von Euro in seinem Auto. Und sie natürlich, geschlagen und blutüberströmt im Kofferraum. Ich erkannte sein Foto sofort als den großen, einschüchternden Mann. Ich schluchzte in mein Lenkrad. Warum hatte ich nicht mehr getan? Warum hatte ich nicht die Polizei gerufen? Warum hatte ich mich nicht stärker gegen Susan gewehrt? So viele Fragen schossen mir durch den Kopf.
Ich fühlte mich verantwortlich für den Tod dieses zarten kleinen Mädchens. Ich schäme mich, sagen zu müssen, dass ich die Nachricht nicht gut verkraftet habe. Sie hat mich nicht dazu inspiriert, nach Hause zu gehen und meiner Frau von meinem Job zu erzählen. Oder die Verantwortung zu übernehmen und mir schneller einen neuen Job zu suchen, um meine Situation zu verbessern. Stattdessen trieb es mich zur Flasche. Mein Untergang war hässlich. Ich verbrachte Stunden auf Parkplätzen und war mitten in der Nacht völlig betrunken. Ich schäme mich für meine Taten. Ich fuhr betrunken und kümmerte mich weder um mein eigenes Leben noch um die Gefahr, die ich für andere darstellte. Ich bin mit einem brutalen Kater nach Hause gekommen, konnte keine schöne Zeit mit meiner Familie verbringen und habe tagsüber getrunken, wenn ich dachte, dass mich niemand sehen kann. Meine Sucht ging Hand in Hand mit einem Mangel an Schlaf. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich nur das verängstigte kleine Mädchen, das so heftig an seinen Nägeln kaute, dass sie bluteten. Meine Frau und ich stritten uns ständig, aber ich öffnete mich ihr gegenüber nie. Trotz meiner Dummheit war ich intelligent genug, um die Risiken des Alkoholkonsums in meinem Auto auf öffentlichen Parkplätzen zu erkennen. Sogar im Stockdunkeln der Nacht. Also suchte ich mir abgelegenere Orte. Rastplätze und Baustellen wurden meine Freunde, bis ich schließlich den perfekten Ort fand, um mich vor meiner Verantwortung zu verstecken. Es handelte sich um eine Reihe von drei Parkplätzen am Eingang eines großen Parks, der gleichzeitig als Wald mit Campingplatz diente. Tagsüber war es ein beliebter Hundepark und ein Ort, an dem Familienerinnerungen geschaffen wurden. Nachts war es mein Zufluchtsort vor der Scham und dem Schmerz, die ich empfand, und ein Ort, an dem ich meine Lügen aufrechterhalten konnte. In der ersten Nacht habe ich eine ganze Flasche Wodka getrunken, während ich auf dem Fahrersitz meines Autos saß und in das Waldgebiet direkt vor meinem Auto starrte. Es war völlig still, sogar die Vögel schliefen. Die Stille tröstete mich ein wenig über die Qualen hinweg, die mein Geist durchgemacht hatte. Bald begann ich jeden Abend zu diesem Ort zu fahren. Ich fuhr um 20 Uhr los und besuchte ein paar meiner üblichen Supermärkte, um mich mit Vorräten für die Nacht zu versorgen, bevor ich mich bei Einbruch der Dunkelheit auf den Weg zu diesem Ort machte. Es war nie ein anderes Auto auf dem Parkplatz. Gelegentlich sah ich eine Gruppe von Teenagern, die im Dunkeln kiffen wollten, aber ansonsten war ich immer allein. Ich besuchte diesen Ort einen ganzen Monat lang, bis ich ihn zum ersten Mal sah. In diesem Monat hatten meine Frau und ich angefangen, uns ununterbrochen zu streiten. Mein Alkoholkonsum war zu einem Problem im Haus der Familie geworden, und sie konnte nicht verstehen, warum ich so wenig verdiente. Ich fand immer noch nicht den Mut, ihr zu sagen, dass ich langsam unsere Ersparnisse für meine Sucht und meine Lügen verschleuderte. Wir stritten uns heftig, bevor ich an diesem Abend ging. Ich schob es auf den Schlafmangel und den Alkohol in dieser ersten Zeit. Als sie auftauchte, stand sie da mit blauen Flecken übersät. Sie trug dieselbe durchsichtige Bluse, die sie trug, als ich sie abholte. Immer noch aufgeknöpft, mit winzigen Jeansshorts, die ihre langen, dünnen, lila Beine zeigten. Sie stand da zwischen den Bäumen und ging auf mein Auto zu. Sie bewegte sich nicht wirklich, außer dass sie wild an dem kleinen Fingernagel biss, der an ihren blutigen Fingern übrig geblieben war. Ihre eingesunkenen, geschwärzten Augen waren wieder da. Sie bohrten sich mit jeder Sekunde, in der wir Blickkontakt hielten, tief in meine Seele. Ich konnte es nicht ertragen, hinzusehen, aber es war auch unmöglich, wegzusehen. Ich muss mindestens eine Stunde lang dagesessen und geschwankt haben. Alles bewegte sich und drehte sich ein wenig in dieser betrunkenen Vision, die für mich zur Normalität wurde. Alles, das heißt, außer ihr. Sie blieb völlig unbewegt. Sie starrte mich einfach nur an, während sich die Welt um sie herum drehte und sie, abgesehen von ihrem unaufhörlichen Kauen, ruhig blieb. Ich habe in dieser Nacht überhaupt nicht geschlafen. Vielleicht trug das dazu bei, dass ich in der nächsten Nacht zurückkehrte. Ich nehme an, dass Menschen schlechte Entscheidungen treffen, wenn sie nicht schlafen. Vielleicht war mein Verstand aber auch nur vom Alkohol zerschossen. Wie auch immer, ich kehrte zurück. Auf jeden Fall war sie wieder da. Sie sah etwas ramponierter aus als in der Nacht zuvor. Die blauen Flecken hatten sich in tiefere Violetttöne verfärbt und ihre Augen schienen tiefer gesunken zu sein, als es für einen lebenden Menschen möglich ist. Das Fleisch, das ihren knochigen Körper bedeckte, war papierartig und durchsichtig an den Stellen, die nicht zerschlagen waren. Sie war etwas näher an das Auto herangerückt, nur ein paar Schritte.
aber genug, dass ich es selbst in meinem betrunkenen Zustand bemerkt hatte. Und das machte mich nervös. Ich fuhr in dieser Nacht früh weg, ich kam sogar früh nach Hause. Als meine Frau sich rührte, als ich hereinkam, sagte ich ihr, dass es eine ruhige Nacht gewesen sei und ich beschlossen habe, nach Hause zu kommen. Ich vermutete, dass sie den Alkohol in meinem Atem gerochen hatte, aber sie sagte kein Wort, sondern gab nur ein leises Geräusch der Anerkennung von sich. In dieser Nacht fand ich Trost darin, ihren Atem zu hören. Das rhythmische Heben und Senken ihres Brustkorbs lenkte mich von den Bildern des jungen, toten Mädchens ab, die mir im Kopf herumschwirrten. Ich lag im Bett und beobachtete sie. Erst am Morgen bemerkte ich, dass ich mir die Nägel abgebissen hatte, bis sie bluteten und dass an einigen das Nagelbett frei lag. In der darauffolgenden Nacht fuhr ich raus, wie ich es immer tue. Ich mied meinen Platz, ich konnte es nicht ertragen, sie noch einmal zu sehen. Das war nicht gesund für mich. Mein Verstand spielte mir alle möglichen Streiche und mein starker Alkoholkonsum trug zu ernsthaften Problemen in meinem Kopf bei. Meine Nägel schmerzten unerträglich, als sie gegen mein Lenkrad drückten. Ich habe in dieser Nacht so viel Benzin verbraucht, nur weil ich herumgefahren bin, aber ich habe sie nicht gesehen. Jedenfalls nicht, wenn sie vor mir stand, nichts konnte ihr Bild aus meinem Kopf vertreiben. Ihre Augen flehten um Hilfe. Nach ein paar Nächten wurde mir klar, dass ich das Benzin, das ich verbrauchte, nicht mehr aufrechterhalten konnte, ohne Fahrgelder zu kassieren. Ich musste irgendwo anhalten, wenn ich mit meinen Lügen weitermachen wollte. Ich zermarterte mir das Hirn, das von einer ganzen Woche Schlafmangel und Whisky zerfressen war. Ich fuhr dorthin zurück. Heute sehe ich die Fehler meiner Entscheidungen ein, aber damals war ich vom Alkohol geblendet, indem ich ertrunken war. Irgendetwas zog mich immer wieder dorthin zurück. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es war so. Sie war da und wartete auf mich. Diesmal war sie buchstäblich eine Leiche. Es gab keine sichtbaren Anzeichen von Atmung oder Leben mehr in ihr. Die zerfledderte, durchsichtige Bluse hing immer noch aufgeknöpft und enthüllte Rippen, die einer Kinderzeichnung von Meereswellen ähnelten. Die blauen und grünen Farbtöne, die einen Ozean auf dem Bild ausmachen würden, fügten nur Schichten von blauen Flecken in dieser grässlichen Szene hinzu. Sie kam näher als je zuvor. Ihre blutigen, stumpfen Finger klopften auf meiner Motorhaube und jagten mir mit jedem Klopfen einen Schauer über den Rücken. Ich schloss die Augen, verzog das Gesicht und wünschte, sie würde verschwinden. Als ich die Augen öffnete, war sie weg. Meine Freude war nur von kurzer Dauer. Sie war vor meinem Auto verschwunden. Aber als mein Blick zum Rückspiegel wanderte, sah ich ihre eingesunkenen Augen, die mich von demselben Sitz aus anstarrten, auf dem sie gesessen hatte, als ich sie das erste Mal mitnahm. Als sie noch am Leben war. Ich schrie auf und kletterte aus dem Auto, wobei ich meinen Mageninhalt auf den harten Laubboden entleerte, als ich das Fahrzeug verließ. Meine Hände stützten sich auf meine Knie, während ich mich bückte und versuchte, mich daran zu hindern, mich erneut zu übergeben. Ich brauchte eine Weile, um aufzustehen und mich zu beruhigen, aber dann war sie wieder weg. Sie war weder vor noch in meinem Auto. Ich war im Begriff, wieder einzusteigen und nach Hause zu fahren. Ich wollte meiner Frau alles beichten und sie um Hilfe bitten. Ich war dabei, den Verstand zu verlieren und ich musste etwas dagegen tun, so konnte es nicht weitergehen. Dann sah ich etwas aus dem Augenwinkel, etwas, das zwischen dem geschlossenen Spalt im Kofferraum eingeklemmt war. Ich ging näher an den hinteren Teil des Wagens heran und die Übelkeit kroch wieder in meinem Magen hoch, als ich mich meinem geschlossenen Kofferraum näherte. Es dauerte nicht lange, bis ich genau wusste, was es war. Die rissige, gefärbte, blonde Haarsträhne war nicht zu übersehen, kaputt und beschädigt, mit einer dunklen, fettigen Wurzel ganz oben. Ich brauchte meinen Stiefel nicht aufzusprengen, um zu wissen, was drin war. Sie war da. Genau wie sie in dem Auto des großen Mannes gelegen hatte. Benommen und viel zu betrunken, um zu fahren, setzte ich mich wieder hinter das Steuer und ließ den Motor an. Meine Heimfahrt fühlte sich an wie die Personifizierung des Autopiloten. Ich erinnere mich an keine meiner Abbiegungen oder an irgendwelche Gefahren, die ich auf der Straße wahrgenommen haben könnte. Alles, woran ich auf der ganzen Fahrt nach Hause denken konnte, war diese zerzauste blonde Haarsträhne. Die zerknüllte Leiche, von der ich sicher war, dass sie in unserem Kofferraum lag. Mein Bewusstsein für meine Paranoia begann zu schwinden.
Ich hatte so wenig Schlaf, dass mir das Leben wie ein wacher Albtraum vorkam. Meine früheren Pläne, die Wahrheit zu sagen und Hilfe zu holen, waren hinfällig. Ich wollte nur, dass dieses Mädchen aufhörte, mich zu verfolgen. Meine Augen fühlten sich groß und angespannt an, als ich aus dem Auto stieg. Mein Verstand arbeitete mit 100 Meilen pro Minute, und ich glaube nicht, dass ich in jedem Fall hätte schlafen können. Ich ging um das Auto herum, um zu meiner Haustür zu gelangen, und als ich am Kofferraum vorbeikam, war die blonde Haarsträhne verschwunden. Der Schaden war angerichtet. Ich hatte mir bei dieser Tortur fast den ganzen Nagel meines rechten Zeigefingers abgebissen. Blut floss mir die Hand hinunter. Ich stand im grellen Licht des Badezimmers und versuchte, ihn sauber zu waschen, bevor ich mich neben meine Frau ins Bett legte. Zu diesem Zeitpunkt kam sie mir wie eine Fremde vor. Mein Leben war so sehr von meinem Alkoholkonsum und diesem gottverdammten Mädchen in Anspruch genommen worden, dass ich mich von meiner Familie abgekoppelt hatte. Meine Kinder wuchsen ohne mich auf und meine Frau zog sie allein auf. Ich nahm an, dass sie inzwischen von meinen Lügen wusste, aber sie hatte immer noch nicht versucht, mich zur Rede zu stellen, also hatte ich nicht vor, mit ihr darüber zu sprechen. In meinem derzeitigen Zustand würde mich ohnehin niemand einstellen. Ich lag zuckend im Bett. Das Mädchen ging mir nicht einmal aus dem Kopf. Ihre hohlen, eingesunkenen Augenhöhlen wurden immer schlimmer, je öfter ich sie mir vorstellte, und ihr ganzer Körper war jetzt fast über und über mit blauen Flecken bedeckt, als hätte man sie komplett lila tätowiert. Ich schaute in regelmäßigen Abständen auf die Uhr, weil ich verzweifelt versuchte einzuschlafen und mich von diesem ewigen Albtraum zu erlösen. Irgendetwas stimmte nicht. Es war nicht meine Schlafzimmeruhr. Es war auch nicht die Digitalanzeige, auf die ich die ganze Nacht geschaut hatte. Es war die Digitaluhr des Radios in meinem Auto. Die Vögel sangen. Die Sonne blendete mich durch die Fenster. Es war überhaupt nicht so, wie ich es gewohnt war, wenn ich die Nachtschicht fuhr. Die Bäume vor mir sahen groß, stolz und schön aus. Ich wusste nicht, wie ich es zurück auf meinen Platz geschafft hatte. Trotz all meinen derzeitigen Probleme war ich noch nie jemand gewesen, der im betrunkenen Zustand einen solchen Blackout hatte. Ich war wirklich erschrocken. Ich stieg aus dem Auto aus und schaute auf den Boden, erleichtert aus dem Blickfeld der Sonne zu kommen, obwohl das meine Nerven kaum beruhigte. Meine Hände waren rot vor Blut von den zerfetzten Nägeln, die ich mir wohl mit den Zähnen ausgerissen hatte. Als ich zu den Bäumen gegenüber meinem Auto aufblickte, sah ich sie. Sie starrte mich an, zum ersten Mal mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wenn auch einem finsteren. Ich taumelte zurück und versuchte, nicht näher an sie heranzukommen. Ich spürte, wie die Augen mich anstarrten. Hundespaziergänger, die den Park betraten und verließen, bereit, ihre morgendliche Routine zu beginnen. Ich war auf die Außenwelt während dieser aktiven Stunden nicht vorbereitet. Ich bin sicher, dass meine triefenden, blutverschmierten Hände viel Aufmerksamkeit erregten. Ich stand unsicher auf meinen Füßen und starrte zurück in ihr verzerrtes, lächelndes Gesicht, bis ich in der Ferne Sirenen hörte. Ich nahm sie erst richtig wahr, als sie sich in mein Trommelfell bohrten. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. Als die Polizisten mich zu ihrem Auto zerrten, sah ich aus dem Augenwinkel etwas. Etwas, das im geschlossenen Kofferraum eingeklemmt war. Dieses Mal war es nicht blond. Ich konnte immer noch die Strähne mit dem langen, kastanienbraunen Haar sehen. Seidig und gewellt. Ganz anders als die rissige blonde Strähne, die ich zuvor gesehen hatte, als das Polizeiauto mich wegfuhr. Ich verdiente die Strafe, die ich bekam. Ich habe meine Frau und unsere beiden Kinder getötet, meine gesamte Familie massakriert und kann mich immer noch nicht daran erinnern. Meine Verteidigung versuchte, dies auf Schlafmangel und eine durch Alkohol ausgelöste vorübergehende Psychose zurückzuführen. Aber ich wusste, dass das Blödsinn war. Ich wusste, dass sie es war. Als ich ins Gefängnis kam, versuchte ich mehrmals, mich umzubringen. Sie hatten mich eine Zeit lang unter Selbstmordbeobachtung, aber meine Versuche waren vergeblich. Sie haben mich immer gerade noch rechtzeitig gefunden. Ich habe den Versuch aufgegeben und bin bereit, meine Strafe abzusitzen.
Ich verdiene nicht die Erleichterung des Sterbens. Ich sollte leiden. Ich sehe sie immer noch jede Nacht vor mir, wie sie mich durch die Zellentür anstarrt, mit schwarzen, schrecklichen Augen. Ich wünsche mir jede Nacht, dass meine Frau mich stattdessen besuchen würde, nur ein einziges Mal. Ich begann zu begreifen, was die Ärzte mir sagten, dass sie nicht real war und nur ein Symptom. Ich fing wirklich an, Fortschritte zu machen, aber dann wurden wir umverteilt und jeder bekam einen neuen Zellengenossen. Mit meinem war ich anfangs nicht zufrieden. Ich hatte wirklich Angst. Aber als ich entdeckte, dass er sie auch sehen kann, wurde ich mit ihm warm. Er war derjenige, der mir sagte, dass es gut für mich sein könnte, alles aufzuschreiben. Seine Träume waren genau wie meine geplagt worden. Meine geschätzten Liebhaber des Schreckens, wir nähern uns dem Ende unserer grauenerregenden Reise. Dr. Wahnsinn hofft, dass ihr die finsteren Abgründe dieser Geschichte genossen habt. Unser armer Protagonist, gefangen zwischen Realität und Wahnsinn, erinnert uns daran, wie zerbrechlich der menschliche Geist sein kann. Ein einziger Moment der Schwäche, eine falsche Entscheidung, und schon kann sich unser Leben für immer verändern. Lasst euch diese Geschichte eine Warnung sein. Der Wahnsinn lauert oft dort, wo wir ihn am wenigsten erwarten. Hütet euch vor den Schatten in eurem eigenen Geist.